mein Gott, es wird endlich mal wieder Zeit für ein Video und ich weiß, ihr habt so lange auf dieses Video gewartet und ich habe euch so lange warten lassen. Ich habe euch das schon so vor langer Zeit versprochen und ja, hier ist es. Ich bin gerade in besonderen Umständen. Ich bin nämlich schwanger in der 16. Woche und das alles und dieser ganze Prozess nach Mexiko, nach diesen ganzen Zeremonien, nach Ayahuasca hat einfach ein Stück gedauert und ich musste erstmal irgendwie wieder zurückkommen auf den Boden, mich sammeln, neue Energie tanken und genau, jetzt bin ich da und ich möchte euch gerne berichten, wie meine Reise für mich war. Ich war ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr das, ich war lang in Mexiko und dort habe ich während 3-4 Wochen in einem Ashram gelebt und meine zweite Yoga-Lehrerausbildung absolviert. This is the prayer to the gods. Bhakti Prajajura Wie es dazu kam, erkläre ich euch alles noch, weil ihr habt mir so viele Fragen gestellt, wie kommst du dahin und wie bist du darauf gekommen? Also wie gesagt, mein Ziel war es, eine zweite Yoga-Lehrerausbildung zu absolvieren und ich wollte mich eigentlich gern auf Vinyasa konzentrieren und dort tiefer gehen. Und irgendwie habe ich aber nicht richtig gelesen bei der Ausschreibung. Auf jeden Fall, wo ich gelandet bin, ist dann in einem Ashtanga-Yoga-Camp sozusagen gewesen. Und es war für mich erstmal ein Schock, als ich dort angekommen bin, weil ich habe mich so auf Vinyasa gefreut. Ashtanga habe ich noch nie gemacht. Für alle, die keinen Plan von Yoga haben, Vinyasa ist so, da fließt man so und es ist auch, kann auch recht anstrengend sein, aber man hat so Kreativität, man kann das selber so ein bisschen kombinieren, selber bestimmen. Und Ashtanga ist noch ein ganz, ganz traditionelles Yoga aus Indien. Was super streng ist, super strikt, super maskulin. Man hat immer den gleichen Ablauf, man hat pro Atemzug die und die Asana und man hat das und das zu tun und das ist genau auf das letzte Detail getaktet und es ist immer das gleiche, wenn man die erste Serie, diese Primary Series macht. Und ich wollte das eigentlich nie machen, aber es war genau das, was ich gebraucht habe. Und deswegen bin ich dort gelandet und das Ganze habe ich über die Internetseite bookyogaretreats.com gebucht. Da buche ich immer, da habe ich auch meine erste Yoga-Lehrerausbildung gebucht, als ich auf Hawaii war. Da habe ich meinen Retreat gebucht, als ich in Portugal war. Und die Seite, da kann man wirklich eingeben, was möchte man. Möchte man eine Yoga-Lehrerausbildung, möchte man Yoga-Urlaub kombiniert mit Meditation oder bestimmte Essenswünsche, also veganes Essen kann man eingeben. Oder möchte es man kombiniert haben mit Surfen, mit Wellness, was auch immer. Also man hat da ganz, ganz viele Optionen. Man kann dann das Land eingeben, in das man reisen möchte. Und dann zeigt es dir alle möglichen Angebote an aus diesem Land, aus dieser Region aktuell. Und dann kannst du buchen. Und über diese Seite habe ich das gemacht. Ich verlinke euch die auch nochmal unten in der Infobox. Und ja, es war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich das gemacht habe, weil es war, ich bin so gewachsen. Ich wachse ja immer so sehr auf Reisen, habe ich das Gefühl, aber ich bin in dieser Zeit, glaube ich, so gewachsen wie noch nie, weil es war unfassbar anstrengend. Ich bin extrem aus meiner Komfortzone
gekommen oder habe da rauskommen müssen. Nicht nur wegen dem Yoga, sondern auch wegen vielen anderen Details, die ich euch später noch erläutere. Und wir haben auch die ein oder andere Zeremonie gemacht. Wir haben sehr viele Zeremonien gemacht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Ayahuasca getrunken. Für alle, die nicht wissen, was das ist eine pflanzliche Medizin, die psychedelisch wirkt, wenn man die trinkt. Und dann hat man so 6-7 Stunden lang so einen psychedelischen Trip, bei dem man ganz, ganz viel heilen und auflösen kann, aus der Kindheit zum Beispiel oder andere Traumata, die man erlebt hat. Und für mich war das dort erstmal eine schreckliche Erfahrung, aber im Nachhinein eine ganz heilsame Erfahrung. Ich habe dort auch Bufo gemacht, das ist 5-Meo-DMT, was ich dort geraucht habe. Das ist eine andere psychedelisch wirkende Medizin, die von dem Sekret der Kröte gewonnen wird, auch aus Südamerika. Noch stärker als Ayahuasca, allerdings viel, viel kürzer. Ich werde euch aber zu diesen Sachen ein extra Video machen, weil das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Das ist super, super spannend, was da passiert und hat mir ganz, also es hat mir unfassbar viel Heilung gebracht. Es hat mein Leben verändert, kann ich eigentlich sagen. Und deswegen, darüber werde ich euch auf jeden Fall noch mehr erzählen. Wir haben, abgesehen aber von diesen Zeremonien, auch noch ganz viele andere Zeremonien veranstaltet. Und ich werde euch jetzt mal so ein bisschen zeigen und auch erzählen, was wir dort gemacht haben und wie unser Tagesablauf war und weshalb es so anstrengend war, aber weshalb man da auch dann so die Möglichkeit hat zu wachsen. Nicht nur spirituell, sondern einfach wirklich auch körperlich und mental. Ich bin dort angekommen am ersten Tag recht spät. Das war an einem Samstag, glaube ich. Ich wurde dort abgeholt am Flughafen. Mega freundlich empfangen. Die René hat mich zu meinem Apartment gebracht. Hat ein extra Apartment und dieses Apartment war vom Dschungel. Also da, wo das, wo die Yogashala war sozusagen und unser ganzer Aufenthaltsort für den Tag, also auch die Küche und das Tamaskal, war das ungefähr 10 Minuten zu Fuß, 15 Minuten zu Fuß. Ich bin mega spät in der Nacht angekommen, es war so 1:30 oder so. Und dann bin ich erstmal total kaputt ins Bett gefallen und musste am nächsten Morgen irgendwie auch schon um 8 oder so, glaube ich, auf der Matte stehen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und dann habe ich meine allererste Ashtanga-Yoga-Session in meinem Leben machen dürfen. 4 5 Beautiful. Inhale, come back up. Und ich habe beim ersten Mal habe ich gedacht, what the fuck? Und das soll ich jetzt jeden Tag machen für 3-4 Wochen? No way, dass ich das überlebe. Es war so anstrengend. Ich habe gedacht, das endet nie. Also wirklich, wer mal das ausprobieren möchte, macht gerne mal die Primary Series, die Led Class, also die geleitete Klasse. Anderthalb Stunden geht das ungefähr und ich habe gedacht, das hört nicht mehr auf mit dem nach vorne und zurückspringen und von einer Asana in die nächste. Es war schon echt recht heavy. Danach gab es Frühstück. Wir hatten relativ, ich will nicht sagen restriktierte Mahlzeiten, aber es wurde sehr darauf geachtet, dass wir die yogische Diät verfolgen. Also wir hatten jeden Morgen gab es einen Smoothie mit Nüssen und wenn du wolltest, konntest du auch noch Früchte dazu essen. Das Ziel war einfach immer nicht mehr zu essen als das, was du wirklich tatsächlich gebraucht hast, also nicht über deinen Hunger zu essen, weil das ja eigentlich auch im Yoga so eine Art Gebot ist. Es gehört einfach zu den Yamas, nicht gierig zu sein. Und deswegen auch nicht mehr zu essen, als man braucht. Das war so eine andere Challenge. Das merkt man natürlich nach 3-4 Wochen. Wir haben dort zu 80% sicher Rohkost gegessen, 80-90% komplett rohvegan. Und
Und dann nur zweimal am Tag, also am Morgen, wie gesagt, diesen Smoothie mit Nüssen und am Abend nochmal eine Mahlzeit, wo man sich dann natürlich den Bauch vollgeschlagen hat und gern mal über den Hunger gegessen hat, weil man einfach super hungrig war vom Tag und weil das ja auch sehr, sehr nährstoffreich zwar war, aber relativ kalorienarm. Es war auch so eine Art von Challenge. Ich habe dort auch viel abgenommen aufgrund der yogischen Diät. Es hat mir aber auch unglaublich gut getan und ich wollte das eigentlich auch, weil ich habe mich, als ich nach Mexiko gegangen bin, irgendwie nicht mehr wohl in meinem Körper gefühlt. Und es war auch so ein Ziel von mir, da an mir irgendwie zu arbeiten, beziehungsweise mich wieder wohlzufühlen einfach. Und wie gesagt, am ersten Tag, wir hatten diese geleitete Klasse, wir waren Frühstück, wir haben dann gefrühstückt und dann wurden wir erstmal empfangen von der Coco. Die Coco hat das Ganze geleitet und dann wurde uns erstmal so ein bisschen so ein Überblick gegeben über die nächsten 3-4 Wochen, was wie läuft, wann welche Zeremonien sind. Genau, und am Nachmittag, weil das ja ein Sonntag war, war dann auch schon das erste Tamaskal. Tamaskal haben wir immer sonntags gemacht. Man kann sich vorstellen, dass Tamaskal ist eine Zeremonie, bei der man wie in so eine kleine Dampfsauna geht. Also es sieht aus wie so ein Iglo. Und das bereitet man dann vor mit Ausräuchern und Singen und einer Zeremonie. Und dann geht man da rein und dann ist man 3 Stunden lang eigentlich, also wirklich 3 Stunden lang in dieser winzig kleinen Dampfsauna. Und es war bei uns so, dass das noch sehr, sehr traditionell war. Also nicht so wie in Tulum, wo man dann vielleicht auch bequeme Bänke hat und man hat genügend Abstand zum Nachbarn, sondern wir saßen alle am Boden. Es ist stockduster, wenn der Schamane die Decke runterlässt und oben zumacht, ist es stockduster, du siehst die Hand vor Augen nicht mehr und du sitzt eng an eng gedrängt unten auf dem Boden bei 60 Grad, schätze ich jetzt mal. Und es ist einfach unfassbar heiß und es wird mit jeder Runde heißer. Also diese ganzen 3 Stunden bestehen eigentlich aus 4 Runden, die jeweils 30 bis 45 Minuten gehen. Und man macht dann immer nach einer Runde macht man dann immer auf. Die Tür auf sozusagen. Und dann hat man auch, wenn es ganz, ganz schlimm ist, die Möglichkeit, mal kurz rauszugehen. Aber man sollte eigentlich versuchen, drin zu bleiben, die Energie nicht zu brechen sozusagen. Und dann kann man wieder so ein bisschen Luft holen. Und dann werden aber auch schon gleich wieder die neuen Steine geholt, die nämlich vom Feuer kommen und die diese ganze Glut tragen. Und dann werden die Steine geholt und in dieses Tamaskal gebracht. Wird in so ein Loch gelegt und dann wird dort im Laufe dieser Zeremonie, im Laufe der Runden Wasser drauf gekippt. Und man macht
währenddessen, also man sitzt nicht einfach still da wie in der Sauna und sagt nichts, sondern in dieser ganzen Runde von diesen bestimmt, wie viele Leute waren wir, ich denke 20, 30 Leuten, macht man ganz, ganz viel innere Heilungsarbeit. Also man redet über das innere Kind, man singt ganz, ganz viel und zwar richtig, richtig laut. Es wird getrommelt, es wird spirituell sich ausgetauscht und das gibt einem auch so ein bisschen die Kraft, das Ganze durchzustehen, weil man ist wirklich so nach der dritten Runde, die dritte Runde ist meistens so, dritte und vierte Runde ist meistens so die heißeste und da ist man wirklich am Ende seiner Kräfte. Also ich war wirklich teilweise, ich war so am Ende, ich lag am Boden, ich habe gedacht, das war's jetzt. Jetzt werde ich ohnmächtig, ich kann nicht mehr. Und ich habe auch einmal angefangen zu heulen, weil ich so frustriert war und weil ich wirklich so am Ende war mit meinen, körperlich so am Ende war. Aber es hat irgendwas gebrochen. Man sagt auch, man kann sich beim Tamaskal mit den Vorfahren irgendwie nochmal verbinden. Und es bringt natürlich unglaublich viel Wachstum mit sich. Also man kommt da so richtig aus der Komfortzone raus und das hat jedes Mal richtig gut getan. Das ist einfach was, das haben wir pro Woche einmal gemacht, jeweils am Sonntag. Wir haben eben ganz, ganz viel Yoga gemacht, jeden Tag. Jeden Tag machst du eine Ashtanga-Yoga-Class, am Anfang in der ersten Woche geführt, dann alleine. Dann hast du die Asana-Klinik. And with my hand, I push her down. Oh, inhale, wrap. One, two, I'm on the top of my wrap around the opposite direction, so opposite yeah. arm. Better? You're not pushing up. Ich meine, das ist eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, okay? Also dann lernst du Asanas zu halten, zu korrigieren. Strong back, five. Inhale, chest up. Exhale there. Inhale, pick it up. Und dann hast du den Theorieteil. We want to die conscious. We want to die in awareness. We don't want to sleep when we die. That's why when we practice Shavasana, we don't want to sleep. Und also es ist ein sehr, sehr straffer Tagesplan, der sehr, sehr viel fordert, körperlich und auch mental. Du kannst dich auch, du hast nicht lange Mittagspause, anderthalb, zwei Stunden. Da haben wir dann meistens versucht, die Zeit zu nutzen, um an den Strand schnell zu fahren, zu schnell zu huschen und wieder zurück. Und am Abend bist du natürlich komplett fertig und total müde. Und was es einfach halt noch, ich sag jetzt mal, unbequemer macht, neben dem, dass du den ganzen Tag schon Yoga machst und die yogische Diät verfolgst, sind gewisse Dinge wie, du bist mitten im Dschungel zum Beispiel. Also manche sind doch an ihre Grenzen gekommen, weil sie eine Schlange im Zimmer hatten oder einen Skorpion oder eine Kakerlake. Oh mein Gott, und sich dann nicht wohlgefühlt haben und damit irgendwie lernen mussten zu dealen. Das ist auch schon was, was einen aus der Komfortzone rausbringt. Ich hatte Schwierigkeiten damit, dass wir nur eine einzige Toilette in diesem Ashram hatten und diese Toilette keine Tür hatte eigentlich, sondern es war so wie hinter einer Wand und du konntest links und rechts rein. Und ich habe mir am Anfang gedacht, was? Hier kann ich doch, ich meine, okay, klein, aber ich kann doch hier nicht groß machen. Und was ist, wenn ich am Tag mal groß muss? Und da sind richtige Ängste in mir hochgekommen. Und im Endeffekt haben wir es alle überstanden. Und es war trotzdem eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Aber es war challenging. Und man muss sich ganz, ganz viel mit seinen eigenen Dämonen und seinen eigenen Schatten auseinandersetzen. Man wird damit nämlich ständig konfrontiert. Das nächste ist, dass man da auch nicht flüchten kann oder einfach mal sagen kann, ich mache jetzt Pause, ich habe heute keine Lust. Und das ist wieder was gewesen, wo andere an ihre Grenzen gekommen sind. Wo sie gesagt haben, boah, ich brauche einfach mal eine Pause, ich will mal
heute eigentlich mal keine Praxis, keine Yoga-Praxis und ich will einfach mal was anderes machen. Es geht dann halt nicht, gell? Am Morgen, für manche war es schwierig, dass du am Morgen nichts essen durftest vor dem Ashtanga-Yoga. Ich war daran gewöhnt. Ich habe immer intermittierend gefastet und ich habe auch ganz, ganz oft trainiert, ohne vorher was gegessen zu haben. Das heißt, ich war da relativ wirklich daran gewöhnt, Leistung zu bringen ohne Nahrung in meinem Magen. Aber es gab manche, für die das echt schwierig war. Und nach so ein paar, ein, zwei Wochen und ein paar Tagen ist dann natürlich auch so ein Punkt, wo man, wo die Konzentration nachlässt, wo der ganze Körper wehtut, wo man emotional, wo emotional ganz, ganz viel hochkommt. Und das ist dann schon so ein Punkt, da kann man sich dann entscheiden halt, ja, ich bleibe jetzt dran und ich mache weiter oder ich gebe auf. Aber durch diese Gruppendynamik gibt man eigentlich nicht auf, sondern man kämpft weiter. Und das ist das, was einen so wachsen lässt. Ja, man kommt da raus als anderer Mensch, als stärkerer Mensch. Man hat es geschafft. Man hat da eine Familie gefunden, das ist auch. Ich habe dort wundervolle Menschen kennengelernt, die ich so in mein Herz geschlossen habe. Wo ich auch weiß, ich kann auch ins Ashram jederzeit zurückkommen und jederzeit dort leben. Und das ist wie meine Familie, meine zweite Familie. Und so haben wir es auch genannt am Ende, Kali Family. Wir haben eine Kette dafür auch bekommen, so ein Symbol. Man hat einfach so viel zusammen durchgestanden. Zudem kommen noch diese ganzen Zeremonien, die wir gemacht haben. Also wir haben eben teilweise pflanzliche Medizin zu uns genommen. Wir haben Kambo gemacht. Erkläre ich euch in einem extra Video nochmal, was das ist. Bufo, Ayahuasca. Wir haben aber auch eine schöne Kakaozeremonie gemacht. Kirtan, wo wir zusammen gesungen haben und am Lagerfeuer saßen. Also wir haben unfassbar auch viel erlebt miteinander in dieser kurzen Zeitspanne und es hat uns so zusammengeschweißt und es war wunderschön. Und es ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, wenn er an so einem Punkt in seinem Leben ist, wo er sagt, ich brauche irgendwie was Neues. Und ich muss mich irgendwie auch neu kennenlernen und neu finden und ich muss wissen, wer ich bin, dann ist so eine Ausbildung etwas, was ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann, vor allem wenn das Interessensgebiet im Yoga so groß ist. Man sollte sich einfach bewusst sein, dass es kein Zuckerschlecken ist. Ja, man kann es schaffen, auf jeden Fall, aber es ist nicht einfach und es ist auch nicht immer Spaß. Aber trotz alledem, wirklich eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Es war auf Hawaii auch schon so, dass ich wie ein anderer Mensch da rausgekommen bin. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Coco macht das jedes Jahr, glaube ich, zweimal, dass sie so Yoga-Teacher-Trainings anbietet. Also ihr könnt euch da gerne bei ihr anmelden. Ich mache auch in die Infobox nochmal den Namen, Run Breath
Yoga heißt das Ganze, nämlich diese ganze, alles das, was sie da aufgebaut hat mit ihrem ganzen tollen Team. Und wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr dort vorbeischauen und immer mal schauen, wann das nächste Yoga-Teacher-Training ist. Da läuft gerade eins. Ich würde euch empfehlen, vielleicht im Winter zu gehen, also wenn in Europa gerade Winter ist. Weil in Mexiko im Sommer ist es unfassbar heiß und ich weiß nicht, wie aushaltbar das dann ist. Ich habe nach meinem Yoga-Teacher-Training auf jeden Fall noch ein paar Wochen Urlaub dran gehangen, weil das habe ich dann auch auf jeden Fall gebraucht. Obwohl, es war gar nicht ein paar Wochen, es war, ich weiß gar nicht, wie lange es war. Und da war ich allein in der Zeit, bis ich dann in die Schweiz geflogen bin, meinen Freund geholt habe und nochmal nach Mexiko bin und Miami. Und das hat mir auch nochmal richtig gut getan, danach alleine nochmal reisen zu gehen, ein bisschen entspannter alles anzugehen, aber auch zu schauen, was kann ich daraus mitnehmen, was habe ich in dieser Zeit im Ashram eigentlich wirklich gelernt und kann jetzt wirklich mit in den Alltag und hier in meine Reise integrieren. Und mir hat das total Spaß gemacht, dann die Restaurants dort zu erkunden. Menschen kennenzulernen, Vorträge zu besuchen, Seminare zu besuchen. Das ist etwas, was ich gemacht habe, weil Tulum ist einfach auch, ist auch so ein ganz, ganz toller Ort, finde ich. Oder allgemein Mexiko, dort Cancun, Tulum, Playa für spirituelle Menschen. Es ist einfach ein toller Place to be. Und ich kann euch da nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und wenn ihr wirklich mal eine Challenge wollt in eurem Leben, mal wirklich etwas, was einfach wirklich life-changing ist, was wirklich viel verändert in euch und in eurem Leben, dann macht mal so ein Teacher-Training. Das muss auch nicht bei Coco sein, das muss auch nicht in Mexiko sein. Ihr könnt es mal ausprobieren. Ich kann euch hier nur von meiner Erfahrung berichten. Und genau, ich mache euch alles in die Infobox. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video. Ich werde euch jetzt hier noch ein paar Ausschnitte einblenden aus Mexiko und ich wünsche euch dabei noch ganz, ganz viel Spaß.